Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Besiege auf meinem Kanal. Ja, wir sehen es, überall haben wir fleißige Flaggen. Uns fehlt nur noch die Schlussmission. Machen wir die doch auch mal. Okay. Ist gut. Einfach alles kaputt machen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Kaputt machen ist eine gute Mission. Da sehen wir noch unser Flugauto. Ich versuche jetzt einfach mal hier reinzurammen. Ja. Los, kommt her. Ah, ich bin nicht sehr bedrohlich. Na gut, das wird nicht ganz so funktionieren. Gut. War klar, dass das nicht geht. Das heißt, wir bauen uns erstmal einen kleinen Mini-Mini-Mini-Panzer oder sowas. Würde ich fast sagen. Todeskreisel auf du. Ich finde, das klingt gut. Fürs Erste. Haben wir hier irgendwo Schützen? Ich glaube nicht. Dreht sich falsch rum. Flippen, ne? Ja. Flip, flip, flip. Ja, schon funktioniert das Ganze. Sehr schön. Ja, noch schubsen wir mehr, als dass wir zerhäckseln. Richtig? Richtig. Richtig. Okay. Jetzt sollten wir genug. Ja, jetzt haben wir zumindest schon mal Schmackes. Wie leicht das ist, weil die einfach angelaufen kommen. Aber gut, noch ein bisschen mehr. Wir haben noch Flammenwerfer oder sowas. Waffen. Bohrer brauchen wir nicht. Metallspitzen, nö. Die Kanonen brauchen wir dann gleich. Hier erstmal einen Flammenwerfer. Mit F, glaube ich. Nein, mit Y. Okay. Gucken wir doch mal. Und oh nein, wir brennen. Gut, wir sind zerstört. Müssten wir eigentlich nur noch da vorne hinkommen. Und das machen wir aber auch ganz einfach. Wir brauchen noch mal Räder. Das funktioniert. Die drehen alle in die gleiche Richtung. Sehr schön. Nur noch die Steuerung einstellen. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Und links, rechts. Jetzt sollten wir auch vor und zurück fahren können. Hoffe ich. Ja, schön. Fangen wir einfach mal an. Und Y. Nein, da sind wir auseinandergefallen. Mist. Gut, das funktioniert nicht ganz so, wie ich es mir geplant vorgestellt habe. Noch ein bisschen Optimierung. Ja, das mit den Rädern geht so leider nicht. Weil wir müssen uns hier gar nicht so schnell drehen. Wir könnten die Antriebsräder nach draußen packen, dann sollten die mehr Schwung haben.
Und was wichtig ist, na, natürlich. Flippen. Flippen. So. Warum? Warum geht das jetzt nicht mehr? Was mache ich falsch? Na, das hier ist, glaube ich, falsch rum. Na, jetzt wollen wir in die Richtung, super. Wollt ihr mich verarschen? Was funktioniert denn da jetzt nicht mehr? Ah, gut, lassen wir die in der Mitte. Das funktioniert noch. Ja. Ach Gott. Nein, die zünden uns auch an. Na gut. Planänderung, Reset. Erst einmal Konstruktum. Konstruktum Maximus. So. Schön großes Objekt. Fein. So. Geht das? Ich glaube ja. Nein, Motorräder bitte. Gut, das klappt. Sieht doch sehr stylisch aus. Und das sind dann unsere Antriebsräder. Muss mal kurz gucken. Ah, die können wir in der Mitte machen. Ah, genau. Perfekt. Gut. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links und rechts, links. Ja, schön, jetzt brauchen wir vorne nur noch eine gefährliche Waffe. Was nehmen wir denn da? Eine Wasserkanone? Flammenwerfer ist zu gefährlich. Wie gefährlich ist eine Wasserkanone? Tut die einen überhaupt noch irgendwas? Oder... Das ist auch Y. Die ist nicht sehr gefährlich. Können vorne vielleicht noch so eine Säge dran machen. Sind das ein Bohrer? Nein, wir haben noch ein Sägeblatt oder sowas. Ja. Komm her. So. Soweit funktioniert das. Können wir hiermit vor und zurück. Theoretisch zumindest. Ich muss wieder umdenken. Entschuldigt kurz. Da haben wir... Wir haben vorne zu viel Gewicht, denke ich. Machen wir das anders. Weg damit. Funktioniert das besser?
Das funktioniert nicht besser. Kann ich die Räder doppelt machen? Funktioniert das? Ich brauche nur die Option hier und einfügen. Einfügen. Kopieren. Einfügen. Und einfügen. So, selbst wenn uns jetzt Räder fehlen, ist das nicht so wild. Jetzt brauchen wir nur noch was Explosives da oben. Was ist das? Achso, die Verbindungsstücke. Mechanisches? Nein, Waffen brauchen wir. Können wir uns mit dem Drill eigentlich in Häuser rein... Ich weiß das gar nicht, ich teste das jetzt. So. Offenbar funktioniert das, glaube ich. Na, vorwärts bitte. So, alle abgestochen. Jetzt nochmal gucken, ob wir da reinbohren können. Na, vorwärts. Na, ich muss ein bisschen... Nein, können wir nicht. Gut. Ich hab's ja verstanden. Brauchen was Explosives. Bomben. Bomben klingen gut. Oh, ja. Ich wollte das gerade mal nur testen. Wo war die magische Taste zum Herabsetzen? Da. Oh. Die sind gar nicht fest, deswegen. Ha. Na gut. Ich nehme schon wieder 13 Minuten auf, ohne was zu kriegen. Das ist gar nicht so leicht, sage ich euch. Aber ich halte das Konzept jetzt durch. Ihr kriegt später mal irgendwas Tolles zu sehen. Ach, wir sehen uns, wenn ich auf ein Grundgerüst geeinigt habe. Dankeschön. Gut, ich habe eins. Und ja, das wird hoffentlich lustig. Also ich habe es grob. Ich habe natürlich nicht... zu viel herum experimentiert, aber ich habe was Interessantes gefunden. Das dürfte äußerst lustig werden. Ich hoffe, das geht so. Na, Kamera im Weg. Eine Schicht geht noch. Jetzt brauchen wir nur, dass das Ganze steht. Na, von Haus aus steht's. Sehr schön. Denn ich habe was ganz Lustiges bei den Waffen gefunden. Warum gibt's so krasse Sachen wie Raketenwerfer? Also, ich glaube, das sollte damit funktionieren, dass wir ein bisschen was kaputt machen. Ich habe es gerade mal eine testweise abgeschossen. Und ich denke mal, wenn wir genug davon haben, wird das gehen. Und ich glaube, das sind genug. Oder? C war die Taste? Nee, T. Okay. Also, ich glaube, das wird jetzt lustig.
das reicht nicht. Gut, machen wir das anders. Zünden wir die doch einfach salvenweise. Geh mal weg hier, dankeschön. Hier haben wir dann die 3. Nein, ah, der hat es nicht immer kopiert. Sollten wir es auch nochmal kopieren. So. Ja, und dann funktioniert das Ganze auch. Jetzt hat das. Das Ganze machen wir auf der 4. Ihr hört vermutlich die ganze Zeit fleißig mein Geklicker und Geklacker, ist mir aber scheißegal. Gut. Mal testen. Ich glaube, das hat funktioniert. Gut, wir haben das gesamte Land zerstört am Schluss mit ein paar fleißigen Raketenwerfern. Hätte ich die eher gefunden, Gott, die sind lustig. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bleibt immer schön beim Muss. Euer Paragon. Tschüss. Beziehungsweise, gibt es überhaupt eine nächste? Moment, wir gucken mal. Naja, ist gut. Hier, Hauptmenü. Also die Insel ist jetzt zerstört. Die Insel. Können wir noch eine Insel? Ja, können wir. Gut, wir sehen uns dann in den nächsten Inseln. Bleibt immer schon beim Muss. Euer Paragon. Tschüss.